Gute Unterhaltung mit Casa Cavallo, dem Reitsporthaus in Kempten. Casa Cavallo, Ihr Fachgeschäft im Allgäu, wenn es um den Pferdesport geht. Hallo und herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten, liebe Zuschauer. Auf den Tag genau vor 54 Jahren lief die erste Folge der Science-Fiction-Serie Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion im deutschen Fernsehen. Die Serie hatte zwar nur 7 Folgen, ist aber heute noch Fernsehkult. Ich sage als Stichwort nur Bügeleisen. Ob unsere heutigen Themen des Tages Kult werden, wird die Zukunft zeigen. Das haben wir heute im Angebot. Ein Problem für Mensch und Tier, die Lichtverschmutzung und ihre Folgen. Wie ist die Corona-Lage im Landkreis Lindau? Michael Zimmer im Gespräch mit Landrat Elmar Stegmann. Und guter Ertrag trotz Hagel und Frost. Lindauer Obstbauern ziehen erste Erntebilanz. Das Wetter? Sonne, Sonne, Sonne bis 24 Grad. Am heutigen Donnerstag sollen in ein paar Stunden auf der ganzen Welt die Lichter ausgehen. Keine Sorge, uns steht kein weltweiter Stromausfall bevor. Das Ganze ist geplant und hat einen klaren Hintergedanken. Die sogenannte Earth Night ist eine Aktion, um auf das Problem der Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen. Sie wissen nicht, was das ist? Kein Problem, wir haben jemanden getroffen, der sich damit bestens auskennt. Das ist sie, unsere Erde bei Nacht. Von hier oben kann man die vielen hell erleuchteten Metropolen erkennen, wie Hongkong, Berlin oder die südkoreanische Hauptstadt Seoul. Und alle haben eins gemeinsam. Durch die dauerhafte Beleuchtung schaden sie den Bewohnern und ganz besonders der Umwelt. Die sogenannte Lichtverschmutzung ist auf dem ganzen Planeten ein enormes Problem. Aber was ist das genau? Eine Antwort darauf gibt uns Robert Blasius von der Volkssternwarte Otto Beuren. Wir sprechen immer dann von Lichtverschmutzung, wenn wir durch künstliches Licht das natürlich vorkommende Licht beeinflussen oder verdrängen. Das geht also auch so weit, dass wir von Lichtverschmutzung sprechen. Zum Beispiel, wenn jetzt auf Meeren oder Seen tiefer Licht eindringt, als es normalerweise ohne künstliches Licht der Fall wäre. Wobei der Begriff Lichtverschmutzung ein bisschen irreführend ist, weil wir nicht von verschmutztem Licht sprechen, in Analogie zu zum Beispiel Luftverschmutzung, wo ja die Luft verschmutzt ist, sondern wir sprechen wirklich davon, dass künstliches Licht das natürlich vorkommende Licht überlagert. Diese Überlagerung führt dann zu vielen verschiedenen Problemen. Davon betroffen sind unter anderem professionelle Astronomen, die die großen Städte dieser Erde verlassen müssen, um überhaupt einen klaren Sternenhimmel beobachten zu können. Sie wandern dann in Wüsten aus, über denen der Himmel noch sternenklar ist, so Robert Blasius. Auch die Tier- und Pflanzenwelt sowie der Mensch haben mit den Auswirkungen der Lichtverschmutzung zu kämpfen. Es ist ein direkter Eingriff in die Biodiversität, also in die Artenvielfalt. Es sterben Pflanzen, es sterben Insekten, Vögel brüten zu früh. Licht ist immer ein Reiz für irgendeine Entwicklung. Also ein Vogel, der zu früh brütet, hat dann unter Umständen das Problem, dass sein Nachwuchs da ist und es steht noch gar nicht das Nahrungsangebot zur Verfügung oder ein Kuckuck kann in das Gelege nicht reinlegen. Und für Menschen bedeutet schlechter Schlaf. Und schlechter Schlaf bedeutet Stress für den Körper mit allen Nebenwirkungen, die wir so kennen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßerkrankungen bis hin zu Adipositas, Herzinfarkten, Schlaganfällen. All das ist immer wieder ein Multiplikator. Bei Männern übrigens auch noch Prostatakrebs. Steht im Verdacht, durch Lichtverschmutzung begünstigt zu werden. Um auf diese Probleme aufmerksam zu machen, gibt es heute Abend zum ersten Mal die Earth Night. Dabei sollen um 22 Uhr auf der ganzen Welt alle Lichter ausgehen, um wenigstens eine wirklich dunkle Nacht zu erreichen. Anders als bei der Earth Hour des WWF soll nicht der Klimaschutz im Vordergrund stehen, sondern das Problem der Lichtverschmutzung und alle daraus resultierenden Folgen. Laut Robert Blasius kann jeder Einzelne etwas gegen dieses Problem machen. Doch für ihn tragen Privathaushalte nur einen kleinen Teil zur Lichtverschmutzung bei. Es ist relativ einfach. Licht nicht verwenden, wenn es nicht gebraucht wird. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Freunden auf einer Gartenparty zusammensitzen und um 23 Uhr
zeigt sich, dass sich die Party auflöst und vorbei ist, dann schalten die meisten Menschen sowieso das Licht aus. Wichtiger sind Kommunen, öffentliche Träger, die wirklich dafür sorgen sollten, dass ihre Straßenbeleuchtung modernisiert wird, umwelt- und verträglich und nachhaltig das Licht einsetzt. Und dann auch noch sämtliche Firmen, die ihre Parkplätze beleuchten, große Werbeplakate, Tafeln und so weiter. In der Nacht, wenn keiner was sieht, braucht man einfach auch kein Licht. Robert Blasius Heimatort Otto Beuren ist laut ihm bereits auf einem guten Weg, der Lichtverschmutzung etwas entgegenzusetzen. Und durch die Earth Night wollen er und seine Mitstreiter auch in anderen Städten auf dem gesamten Globus eine positive Entwicklung erreichen. Wenn Sie noch mehr über das Thema Lichtverschmutzung wissen wollen, auf der Internetseite der Paten der Nacht steht alles, was man wissen muss. www.patendernacht.de. An zwei weiterführenden Schulen in Marktoberdorf versuchen Eltern, ihre Kinder mit zweifelhaften Attesten von der Maskenpflicht im Unterricht zu befreien. Sowohl im Gymnasium als auch in der Mittelschule sind Atteste vorgelegt worden, die die Schulleiter als nicht glaubhaft einstufen. Unter anderem handelt es sich um Dokumente, die erkennbar aus dem Internet heruntergeladen wurden. Die Polizei warnt vor solchen Blankoattesten gegen die Maskenpflicht. Mit dem Vorlegen unrichtiger Gesundheitszeugnisse mache man sich strafbar. Auch das Verwaltungsgericht Würzburg hat sich mit der Thematik beschäftigt und entschieden, dass pauschale Atteste nicht ausreichen, um Schüler von der Maskenpflicht zu befreien. Die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen in Bayern gilt noch bis zum Ende dieser Woche. Warum wir Ihnen Luis GF Optik empfehlen? Na, Ihren Augen zuliebe. Luis GF Optik ist auch dieses Jahr wieder unter den Top 100 Augenoptikern. Fachlich top, Auswahl top, Preise top. Luis GF Optik in Oberstaufen an der Mariensäule und unter luis-gf.de. Herzlich willkommen im Reitsporthaus Casa Cavallo, das Fachgeschäft im Allgäu, wenn es um den Pferdesport geht. Unsere reiche Auswahl in angenehmer Atmosphäre bietet für jeden Reit- und Outdoor-Fan ein Einkaufserlebnis. Casa Cavallo, das Reitsporthaus in Kempten. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Höhere Gewinne, größere Jackpots, mehr Millionäre. Jetzt Lotto 6 aus 49 neu entdecken. Ab Mittwoch, den 23. September, gibt's in allen Gewinnklassen höhere Gewinne. Für 1,20 Euro pro Tipp in Ihrer Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. Totalräumung wegen Umbau bei Bettennägele in Kaufbeuren. Alles muss raus, von der Matratze bis zur Bettwäsche. Alles radikal reduziert bei Bettennägele in Kaufbeuren. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Die Brille loszuwerden kann heute so einfach sein. Ihre Spezialisten vom Laserzentrum Allgäu in Kempten sind gerne persönlich für Sie da. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihren Eignungscheck. Und jetzt die Kurznachrichten am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt gegen den Allgäuer CSU-Landtagsabgeordneten Erik Beiswenger. Wie die Allgäuer Zeitung in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, hat es Anfang der Woche eine Durchsuchung der Wohn- und Büroräume in Unterjoch gegeben. Hintergrund ist ein Anfangsverdacht der Steuerhinterziehung. Zum Inhalt der Vorwürfe machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Laut Medienberichten soll es sich um einen Gastronomiebetrieb auf Beiswengers Hof gehen. Der Landtagsabgeordnete habe der Staatsanwaltschaft volle Kooperationsbereitschaft signalisiert. Beiswenger sitzt seit 2013 im Bayerischen Landtag. Fischertagsverein prüft Einspruch. Auch Frauen dürfen den Stadtbach beim Fischertag ausfischen. Nach dem Urteil des Memminger Amtsgerichts Ende August überlegt der Fischertagsverein jetzt dagegen Einspruch einzulegen. Noch bis Ende September kann der Verein das tun. Ob Beschwerde eingelegt wird, entscheiden die Delegierten des Fischertagsvereins. Dazu gehört auch die Klägerin Christiane Renz.
Sollte der Verein Widerspruch einlegen, prüft das Landgericht Memmingen als nächsthöhere Instanz die Zulässigkeit. Zu einer Verhandlung käme es dann im Laufe des nächsten halben Jahres. Ob gegen das Urteil Beschwerde eingelegt werden soll oder nicht, will der Verein Ende September öffentlich bekannt geben. Gestern hat eine 24-jährige Frau absichtlich einen Unfall verursacht. Auf der A7 bei Memmingen fuhr sie mit voller Absicht gegen das Auto einer 70-Jährigen, die auf der Spur neben ihr fuhr. Bei der Unfallaufnahme gab sie zu, vorsätzlich gehandelt zu haben, weil sie sich von der 70-Jährigen genötigt gefühlt habe. Anschließend ließ sie sich unvermittelt vor den Polizeibeamten auf den Boden fallen und äußerte mit der Situation überfordert gewesen zu sein. Wegen Fremd- und Eigengefährdung wurde die junge Frau in ein Klinikum eingeliefert. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Polizei sucht Unfallverursacher. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall auf der A96 am Dienstag nach dem Unfallverursacher. Der unbekannte Autofahrer hatte bei Erkheim einen Transporter und einen PKW rechts überholt und war knapp davor wieder eingeschert und hatte die Autofahrerin zu einer Vollbremsung genötigt. Der Fahrer des Transporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den PKW auf. Dessen Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die die Situation beobachtet haben. Eine Tabelle mit Daten von 2063 Personen, die zwischen Mitte März und Anfang April im Unterallgäu auf Corona getestet worden waren, ist versehentlich an 180 externe Empfänger gegangen. Das teilt das Landratsamt Unterallgäu jetzt mit. Enthalten waren die Namen, Geburtsdaten und Testergebnisse von Personen, die am Mindelheimer Drive-In, in der Infektpraxis oder über den Fahrdienst des Gesundheitsamtes getestet wurden. Die Liste soll verschlüsselt gewesen sein. Trotzdem wurde die Datenpanne dem Landesdatenschutzbeauftragten gemeldet. Auch die Empfänger der Liste wurden informiert und gebeten, die Daten sofort zu löschen. Verletzte Kinder bei Unfall. Bei einem Verkehrsunfall in Neukirch zwischen Wangen und Lindau sind heute 5 Menschen verletzt worden, darunter auch 2 Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg hatte ein 72-Jähriger ein Stoppschild missachtet und war mit dem Auto einer 4-köpfigen Familie zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Unfallverursacher als auch die 4 Familienmitglieder verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Soweit die Nachrichten, jetzt noch der Blick aufs Wetter. Gute Unterhaltung wünscht Ihnen die Sparda Bank. Finanzen einfach und entspannt erledigen. Sparda Bank. Die Nacht wird teils klar, teils bewölkt. Die meisten Wolken gibt es im Ost- und im Oberallgäu. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 13 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann vor allem im Raum Bodensee und im Oberallgäu mit viel Sonne in den Tag. Über dem Ostallgäu dagegen ziehen einige Wolken auf bei Temperaturen um 18 Grad. Im Oberallgäu wird es mit 23 Grad wärmer. Im Laufe des Tages kann man sich dann mit freundlichem Wetter aufs Wochenende einstimmen. Im ganzen Allgäu scheint die Sonne und dazu gibt es entsprechende Temperaturen bis 24 Grad. Auch die Berge bekommen morgen einiges an Sonne ab. Sogar ganz oben am Nebelhorn wird es sonnig, bei Temperaturen von 15 Grad. Sonst gibt es Werte um 20 Grad in den Ostallgäuer Bergen, am Tegelberg oder Breitenberg. Da wird es leicht bewölkt. Das Wochenende wird überwiegend freundlich. Am Samstag scheint noch ordentlich die Sonne mit nur wenigen Wolken. Am Sonntag wird es dann überwiegend bewölkt und die Sonne zeigt sich nur noch selten. So starten wir dann auch in die kommende Woche. Die Zahlen der positiv auf Corona Getesteten steigen deutschlandweit wieder an. Auch bei uns im Allgäu gab es wieder größere Fälle. Der Landkreis Unterallgäu hat beispielsweise den sogenannten Corona-Signalwert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner erneut überschritten. Die Stadt Kaufbeuren wurde in den letzten Tagen sogar als Deutschlands größter Corona-Hotspot gehandelt. Wie sieht es aber im restlichen Allgäu aus, im Landkreis Lindau zum Beispiel? Landrat Elmar Stegmann gab uns heute Vormittag Antworten auf diese Frage. Wir schicken ein herzliches Grüß Gott nach Lindau. Guten Tag, Herr Stegmann.
Hallo Herr Zimmer, grüß Sie Gott, ich grüße herzlich vom Bodensee. Herr Stegmann, wie ist denn die Situation im Landkreis Lindau? Wie sind da die aktuellen Zahlen? Wir haben am heutigen Donnerstag den Stand von 7 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden sind. Insgesamt sind im Landkreis zwischenzeitlich 290 Menschen positiv getestet worden. Wir haben festgestellt, dass sich in den letzten 6 bis 8 Wochen die Zahlen wieder leicht ansteigen. Aber insgesamt ist es sehr überschaubar. Uns gelingt es nach wie vor, die Infektionsketten nachzuvollziehen, auch die betroffenen Menschen in Quarantäne zu stellen, sowie deren Kontaktpersonen. Und insofern bin ich mit der aktuellen Situation bei uns im Landkreis zufrieden. Diese aktuell infizierten Personen, diese 7 Personen, kommen die alle aus einem gemeinsamen Umfeld oder wo kommen die her? Das ist bei uns ganz unterschiedlich. Wir haben beispielsweise einen positiv getesteten Erntehelfer, der aus Polen zu uns gekommen war. Wir haben einige dabei, das sind Reiserückkehrer, beispielsweise aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien, also aus dem Kosovo, aus Kroatien. Aber es gibt auch Einheimische, die sich infiziert haben und aber auch Fälle, wo es sich gar nicht nachvollziehen lässt, insbesondere bei den Einheimischen, wo sie sich angesteckt haben. Insofern kann man hier keinen Trend erkennen, sondern es ist ganz unterschiedlich, woher diese Infektionen stammen. Jetzt sieht es ja in anderen Landkreisen nicht ganz so gut aus. Im Unterallgäu sind beispielsweise, es waren gestern 65 Personen infiziert. In Kaufbeuren hatte vor ein paar Tagen sogar deutschlandweit den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert. Warum ist die Situation im Landkreis Lindau besser? Macht man da etwas anders? Ja, der Inzidenzwert, der ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, insbesondere dann, wenn Sie kleinere Regionen nehmen, wie eine Stadt Kaufbeuren beispielsweise. In dem Moment, wo Sie da eine gewisse Anzahl von Personen haben und es dann hochrechnen auf 100.000 Einwohner, da reißen Sie natürlich sehr schnell diese Latte. Und es passiert insbesondere dann, wenn Sie Infektionen beispielsweise in Altenheimen oder in anderen Gemeinschaftseinrichtungen haben, da geht es sehr schnell. Aber man kann da, glaube ich, keine Schlussfolgerung dann auf die gesamte Stadt oder eine Region ziehen. Jetzt sind wir von der Einwohnerzahl natürlich etwas größer und insofern verteilen sich diese Infektionen auch bei uns auf den ganzen Landkreis. Was wir anders machen, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber auf alle Fälle achten wir darauf, dass die Hygienevorgaben eingehalten werden, insbesondere in den Gemeinschaftseinrichtungen, also in unseren Schulen, in den Kindertageseinrichtungen, in den Alten- und Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, weil wir genau in diesen Bereichen eben zum einen viele Menschen haben, die zusammenkommen, wo die Infektion schnell weitergetragen werden kann. Und auf der anderen Seite gerade in den Alten- und in den Pflegeheimen Menschen sind, die zur sogenannten vulnerablen Bevölkerung gehören, also Menschen, die sich vielleicht leichter anstecken und vor allen Dingen bei denen auch die Erkrankung einen schweren Verlauf nehmen könnte. Und deswegen achten wir eben ganz besonders bei diesen Bereichen darauf, dass keine Infektionen stattfinden. Worauf achtet man da jetzt genau? Es gibt für jede Einrichtung entsprechende Hygienevorgaben. Die Einrichtungen sind angehalten, eigene Hygieneschutzkonzepte zu entwickeln. Das Landratsamt, unser Gesundheitsamt hier im Haus berät dabei auch die einzelnen Einrichtungen. Und da sieht man einfach das Engagement der Einzelnen, die hier gefordert sind. Und ich denke, es hat bisher ganz gut funktioniert. Vor allen Dingen können wir das Ganze jetzt hier im Landkreis überblicken seit Februar. Bei uns übrigens waren die ersten positiven Fälle in Zusammenhang mit Schulen entstanden. Wir hatten gleich zu Beginn 2 Fälle in 2 verschiedenen Schulen, mussten damals die Schulen schließen, bevor es überhaupt zur bayernweiten Schulschließung kam. Und insofern sind wir, glaube ich, hier ganz besonders sensibilisiert, was unsere Gemeinschaftseinrichtungen anbelangt. Wie hat sich nun der Schulstart weiterentwickelt? Wir haben in den Schulen bislang keine Fälle. Die meisten Lehrer haben sich freiwillig auch den Reihentestungen unterzogen und auch dort sind keine Fälle aufgetreten, sodass der Schulstart problemlos losgehen konnte. Er läuft nach wie vor. Es sind auch bislang keine Fälle von erkrankten Schülern oder Lehrern bei uns bekannt geworden. Wir nutzen auch das Angebot des Freistaats Bayern, der ja angekündigt hat, bis zu den Herbstferien zusätzliche Busse mitzufinanzieren, um in den Schulbussen eine gewisse Entzerrung herbeizuführen, dass die Kinder nicht zu eng in den Schulbussen sitzen müssen. Das nutzen wir. Wir haben am Schulstandort Lindau und am Schulstandort Lindenberg jeweils 3 zusätzliche Verstärkerbusse eingesetzt.
Das muss ich allerdings jetzt noch einspielen, denn die Schule läuft ja gerade mal seit 1,5 Wochen. Und momentan passen die Stundenpläne noch nicht so ganz. In den ersten Wochen gab es noch nicht so viel Nachmittagsunterricht, sodass wir sicherlich dann in den nächsten Tagen noch nachsteuern werden, je nachdem, wie sich dann eben die Zahlen entwickeln. Und dann wollen wir ganz genau hinschauen, wo es tatsächlich auch Sinn macht, Verstärkerbusse einzusetzen. Wie gut ist man denn vorbereitet? Welche Maßnahmen wurden getroffen? Sollte es denn vielleicht zu einer zweiten Welle kommen? Ich habe bei uns im Landratsamt den Krisenstab bereits im Februar eingesetzt und der arbeitet seit Februar durchgehend. Die Intensität war natürlich mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt. Ganz massiv war man natürlich im März und im April gefordert. Das hat sich dann etwas entspannt. Beispielsweise hatten wir im Juni keinen einzigen neuen Fall im Landkreis Lindau. Aber eben mit Beginn der Sommerferien, auch jetzt mit den Reiserückkehrern, haben die Fallzahlen wieder angezogen. Insofern haben wir dann auch das Personal in diesem Bereich wieder verstärkt. Und wir hatten in Hochzeiten 75 Mitarbeiter eingesetzt in der Gesundheitsverwaltung, in der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, bei der Kontaktnachverfolgung. Das konnte alles wieder zurückgefahren werden. Aber was wir geschafft haben, wir haben entsprechende Strukturen aufgebaut, sodass wir, wenn der Fall eintreten sollte, dass die Fälle wieder stärker ansteigen, natürlich sofort mit dem Personal nachziehen können. Und deswegen bin ich optimistisch, dass wir auch einen größeren Ausbruch, sollte er denn stattfinden, was wir alle nicht hoffen, dennoch gut bewältigen können. Dann freuen wir uns über die positive Lage im Landkreis Lindau und hoffen, dass sich alles weiterhin so gut entwickeln wird. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und bleiben Sie und Ihr Landkreis weiterhin gesund. Vielen Dank, das wünsche ich natürlich Ihnen persönlich, Ihrem Team und allen Zusehern auch. Das letzte Testspiel hat sich für die Fußballer der SG Leuterschach Geisenried nicht gelohnt. Da ein Spieler offenbar positiv auf das Coronavirus getestet wurde, mussten alle an der Partie der SG gegen den SV 29 Kempten Beteiligten in Quarantäne. Betroffen sind davon nicht nur die 22 Spieler der Männermannschaften, die bei dem Kick in Leuterschach tatsächlich auf dem Platz standen, sondern auch Trainer und Ersatzspieler vor Ort. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Allgäuer Amateurteams werden die beiden Mannschaften der SG Leuterschach Geisenried zum Fußballsaisonstart am Wochenende daher nicht antreten. Jetzt heißt es für die Beteiligten jedenfalls erst einmal abwarten. Die verschiedenen Corona-Tests laufen und solange keine Ergebnisse vorliegen, kann natürlich kein Spielbetrieb stattfinden. Auch die Tatsache, dass es trotz offenbar streng befolgter Hygiene- und Abstandsmaßnahmen so weit kommen konnte, sorgt bei den Amateurkickern für eine verständliche Verunsicherung. Deutschlands einziges Hutmuseum. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Museumspreis 2015. 300 Jahre Hutgeschichte. Zum Anfassen und Aufsetzen. Hutmuseum Lindenberg. Jetzt entdecken. Fissing, Quell der Gesundheit. Höhere Gewinne, größere Jackpots, mehr Millionäre. Jetzt Lotto 6 aus 49 neu entdecken. Ab Mittwoch, den 23. September, gibt's in allen Gewinnklassen höhere Gewinne. Für 1,20 Euro pro Tipp in Ihrer Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. Irre! Das ist, was die Leute sagen, wenn sie das erste Mal bei Metallmichl sind. Ja, was sagst du? Komm du in den rostigen Garten auf Betzigau. Schau Gesichtsschutzwände und allerlei Rostiges an. Wir freuen uns auf dich. Bis bald, hol mal Metallmichl.
Die Obsternte am Bodensee ist in vollem Gange. Seit Mitte August wird in Lindau und Umgebung geerntet, was das Zeug hält. Eine spannende Zeit, denn jetzt im Herbst zeigt sich, ob sich die harte Arbeit das ganze Jahr über gelohnt hat und der Ertrag hoch genug ist. Zwar ist die Ernte noch nicht beendet, dennoch zeigen sich die Obstbauern über ihre diesjährige Ernte bereits zufrieden. Und das trotz einiger Hürden Anfang des Jahres. Andreas Wilhelm ist zufrieden mit seiner diesjährigen Apfelernte. Und das, obwohl er noch im Frühjahr kurzzeitig darum bangen musste. Wegen dem milden Winter gab es in diesem Jahr eine sehr frühe Apfelblüte. Tagsüber war es zwar warm, doch nachts sanken die Temperaturen dann erheblich. Andreas Wilhelm versuchte mit Feuern die Temperatur auf den Feldern zu erhöhen. Andere nutzten Methoden wie die Frostschutzberegnung, um zu verhindern, dass die Blüte erfriert. Zum Teil hat es auch funktioniert, so Wilhelm. An einigen Äpfeln erkennt man aber die Auswirkungen des Frosts. Auf der Schale sind sogenannte Frostringe zu sehen. Die haben allerdings nur Einfluss auf das Äußere und nicht auf den Geschmack. Trotzdem zieht Andreas Wilhelm eine erste positive Erntebilanz. Ich würde sie durchwegs positiv sehen, abgesehen jetzt natürlich von dem Frost im Frühjahr. Bisschen Hagel auch von den Kollegen, die es erwischt hat. Bei uns auf dem Betrieb hat es auch ein paar kleine Flecken erwischt. Aber im Großen und Ganzen rede ich mit meinen Kunden. Die wissen Bescheid, dass dann auch dort mal ein Hagelfleck mit drauf sein kann. Und durchwegs eigentlich eine positive Stimmung da. Die Vermarktungsabläufe sind momentan schon sehr stabil und es wird Ware abgesetzt. Wir hoffen, dass die Temperaturen ein bisschen nach unten gehen, weil dann ist es eigentlich eher das typische Apfelwetter, weil dann der Verbraucher eher zum Apfel greift. Momentan bei der Wärme würde er lieber wieder zu Erdbeeren und Himbeeren greifen und das merken wir natürlich dann schon, dass die Verbraucher dann eher momentan noch keine Äpfel kaufen. Auch die Corona-Pandemie hatte die Obstbauern zunächst verunsichert. Lange war nicht klar, ob Erntehelfer aus dem Ausland rechtzeitig zur Ernte einreisen dürften. Doch die Bedenken der Obstbauern wurden aus dem Weg geräumt. Pünktlich zum Erntebeginn waren alle Helfer an Ort und Stelle. Andreas Wilhelms Arbeiter mussten zweimal auf Corona getestet werden und auch sonst muss er auf seinem Hof bestimmte Auflagen erfüllen. Das Gesundheitsamt, das Landwirtschaftsamt und die Berufsgenossenschaft sind damit beauftragt worden, die Corona-Bedingungen einzuhalten und zu überprüfen und sind natürlich unangemeldet auf unsere Betriebe gekommen, war aber mehr eine Hilfestellung und das war eigentlich eher förderlich und wir haben ein gutes Miteinander mit dem Landratsamt, mit unserem Landrat und das hat eigentlich alles wunderbar geklappt. Schauen müssen, dass die Leute weit auseinander sind, dass sie separat essen, dass ich verschiedene Trupps habe, die dementsprechend unterschiedlich essen und gemeinsam dann auch arbeiten und abends sich auch gemeinsam aufhalten, falls ein Corona-Fall eintritt, dass ich dann immer noch eine Truppe habe, die natürlich weiter ernten kann. Und die Maßnahmen haben wir alle eingehalten, haben sie umgesetzt und hoffen, dass wir jetzt Corona-frei die Ernte einbringen können. Wenn es jetzt noch etwas kühler wird und trocken bleibt, sind die Bedingungen für die Apfelernte perfekt. Auch die Winzer am Bodensee wünschen sich weiterhin trockenes Wetter. Bei Weinbauer Claudius Haug ist die Weinlese bereits in vollem Gange. Bis in ungefähr 3 Wochen möchte er seine Weinberge abgeerntet haben. Wie seine diesjährige Weinlese bislang ausgefallen ist, sehen Sie in der neuen Ausgabe unseres Magazins vom Westallgäu bis zum Bodensee. Und das sehen Sie natürlich ab heute bei uns im Programm. Das Gründerzentrum Allgäu Digital in Kempten unterstützt Start-ups in ihrer Entwicklung mit Arbeits-, Kommunikations- und Netzwerkinfrastrukturen sowie einem bayernweiten Coaching-Programm und einem regionalen Expertenpool. Wir haben 2 Gründer mit der Kamera begleitet und das Ergebnis sehen Sie morgen. Danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie uns treu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Allgäu TV. 20 Jahre Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Gut
gute Unterhaltung mit Casa Cavallo, dem Reitsporthaus in Kempten. Casa Cavallo, Ihr Fachgeschäft im Allgäu, wenn es um den Pferdesport geht.